So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie an dieser Stelle recht herzlich zum JFD Live Trading TV am frühen Nachmittag. Wir wollen wieder den Blick auf den DAX werfen und hierbei speziell eben die jüngste Performance in Augenschein nehmen. Der DAX zeigt sich ja bislang von seiner besten Seite, will man fast meinen. Nach den Verlusten der jüngsten Zeit sehen wir hier einen schönen Aufwärtsimpuls, den wir auch heute Morgen schon in Anführungszeichen fast schon erahnt haben. Es zeichnete sich also hier eine leicht positive Tendenz ab, die sich hier jetzt tatsächlich weiter fortsetzt. Und wir haben jetzt hier das Interessante, dass wir nach oben rausgezogen sind. Und jetzt hier in dieser Zone, Sie können sich vielleicht erinnern, vom Nachmittag zwischen 11.120 und 11.160 verweilen. Das ist jetzt ein sehr, sehr interessantes Level, denn wir haben hier bei 11.163 einen Widerstand und wir haben, da schalte ich mal gerade um, hier auf diesen MetaTrader 4 Chart von JFD, hier nämlich diese Range ausgeschöpft. Das theoretische ADR-High lag hier bei 11.122 Punkten. Wir haben auch heute, vielleicht können Sie es hoffentlich gut erkennen, bislang eine Range von 217 Punkten zurückgelegt. Wohl bemerkt hier die JFD-Indikation, also wir haben auch hier den Ausverkauf aus der Session mit drin entsprechend, aber, beziehungsweise den Ausverkauf von heute Morgen hier, aber der Durchschnitt im Prinzip nur 185 Punkte beim DAX. Ja, also wir sind hier over Range unterwegs und haben jetzt hier vorausliegend das Vorwochentief und das Vormonatstief. Also hier ein klares Widerstandsniveau. Und eben aus der Range rausgebrochen. Deswegen der aktuelle Beitrag, die aktuelle Schalte, sieht hier ganz danach aus, als könnte sich der DAX hier vielleicht jetzt erschöpfen. Wenn die Amerikaner jetzt hier nicht ihren Auftakt positiv weiter fortsetzen, und das deuten ja die Indikationen an, dann könnte der DAX, jetzt sind wir vom H1 in den M15 geswitcht, hier die 15-Minuten-Kerzen, dann könnte der DAX jetzt hier eine Ermüdung darstellen, eine Ermüdungserscheinung und hier zunächst erstmal zurücksetzen. Zunächst erstmal auf jeden Fall bis zum Vortageshoch, das wären hier Niveaus im Bereich 11.070. Das ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario, es sei denn, der DAX zieht hier deutlich über 11.074 Punkte hinaus. Dann muss man sagen, haben wir es mit einem Overrange-Tag zu tun, das geschieht in der Regel ein bis zweimal im Monat und dann kann der DAX auch noch erheblich höher steigen. Schauen wir uns jetzt mal hier die Stunde nochmal an. Dann hätten wir hier sicherlich weiteres Potenzial in dem Bereich 11.200 plus 11.300 Punkte. Doch um dies jetzt nochmal ein Stück weit genauer unter die Lupe zu nehmen, gehen wir hier mal in den Guidance-Chart wieder. Und er zeigt uns eben an, wenn wir hier, beziehungsweise in der DAX vielmehr, hier über das Level von 11.200 Punkte rausziehen sollte, diesen kurzfristigen Abwärtstrend, machen wir auch hier das Bild mal größer, hinter sich lassen würde, in dem Fall. Also hier ist ein ganz, ganz signifikanter Widerstand. Also wenn wir hier nochmal ansteigen im Zuge der Amerikaner, dann haben wir hier spätestens im Bereich 11.190, also unterhalb von 11.200 Punkten, erhöhtes Reaktionspotenzial nach unten. Ja, die Stundenkerze sieht jetzt hier nicht ganz so bullisch aus schon, wenn gleich eine Stunde hier noch keinen Tag macht. Aber wenn es denn überhaupt weiter hochgeht, dann sehe ich hier wieder erhöhte Abwärtsrisiken für den DAX. Im Sinne der vorherrschenden Abwärtsstruktur. Natürlich kann ein Abwärtstrend jederzeit enden und das wäre hier dann vorsichtig ausgedrückt der Fall, wenn der DAX hier deutlich über 11.230 Punkte rauszieht, dann hätte man hier sicherlich eine neue Trendbewegung zu erwarten, dann wäre dieser Abwärtstrend beendet und dann kann der DAX hier mit Blick auf die nächsten Tage durchaus neue Verlaufshochs generieren, die dann eben hier deutlich bis über den Bereich von 11.500 Punkte hinausführen dürften. Beziehungsweise könnten. Wir haben dann hier, sehen wir ja auch sehr schön, ein Widerstandscluster, das ich jetzt mal aktuell in den Chart holen werde. Das ist eben hier das Niveau um 11.500 Punkte. Das wäre ein Ziellevel, wenn der DAX hier wirklich zum Ausbruch kommt. Und das haben wir es hier im Bereich von 250 plus Punkte zu tun, die der DAX dann tatsächlich sich weiter emporarbeiten könnte, sofern es denn zum Ausbruch kommt. Aber aufgepasst, wie gesagt, die heutige Range ist erschöpft. Sehen wir, wie gesagt, hier. Und vor Monatstief, vor Wochentief voraus. Hier auch eine starke Widerstandszone im Bereich 11.174 Punkten. Hier anhand des Stundencharts kommt aus der Vorwoche diese Stauzone hier. Und spätestens in diesem Bereich würde ich dann doch eher vermutlich eine spekulative Short-Chance suchen, um hier mit dem übergeordneten Trend auf eine Abwärtsbewegung zu spekulieren. Doch achten Sie auf die Amerikaner. Wenn die hier nach oben ausbrechen, sieht das Ganze natürlich wieder anders aus. Aber Vorsicht,
Hier ist definitiv jetzt erstmal vielleicht ein Luftholen angesagt, das zunächst bis 11.070 führen dürfte, beziehungsweise wenn es zu einem starken Umkehrsignal wieder kommt, dann haben wir hier nicht nur bei 11.060, 11.070 Punkten eine Haltezone, sondern dann sehen wir sicherlich hier wieder Preise unterhalb von 11.000. Warten wir ab, was geschieht. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Beitrag zumindest einen kleinen Lichtblick über den bisherigen Intraday-Verlauf liefern. Ich sage danke fürs Einschalten und wir hören uns später nochmal wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.